So, herzlich willkommen zum Need for Speed 2 Special Edition Let's Play. Ja, der Nachfolger des Need for Speed 1 Let's Plays steht an. Und ja, ich war hin und her. Spielst du das mit Lenkrad oder mit Tastatur? Denn eigentlich komme ich am besten mit der Tastatur zurecht. Andersrum habe ich mir immer gesagt, mit dem Lenkrad und dem konstanten Lenkeinschlag muss das doch auch mit Lenkrad noch besser gehen. Tut es aber trotz konstantem Lenkeinschlag nur bedingt, weil das Spiel ist sehr arcade, also wirklich extrem arcade, und es ist wirklich das genaue Gegenteil zu 1. Es ist wirklich sehr, sehr arcade. Und selbst wenn du lenkst, bleibt der Wagen auf seiner Höchstgeschwindigkeit. Er verliert also durchs Lenken keine Geschwindigkeit. Ja, das sei dazu gesagt, daher ist der Vorteil durch den Lenkrad nur bedingt vorhanden. Aber ich habe mich trotzdem für das Lenkrad entschieden, weil es macht mir einfach mehr Spaß. Der Fahrspaß ist einfach höher. Ja, Need for Speed 2, was ist alles neu? Also natürlich eine neue Engine. Wir haben demnach deutlich bessere Grafik und wir haben sogar interaktive Musik. Und die Musik ist immer zwei zugewiesene Musikstücke pro Strecke, die eben halt auf die Streckenumgebung angepasst ist. So passt einfach auf der Strecke Outback die Musik einfach wie für diese Strecke geschaffen dazu. Und so ist auch mit jeder anderen Strecke. Das baut natürlich eine super Atmosphäre auf. Vor allem, wenn sie auch noch in Streckenabschnitte unterteilt ist mit der interaktiven Musik. Das ist natürlich sehr, sehr cool gemacht. Ja, das Spiel hat einige positive Eigenschaften als auch einige Mängel. Aber ja, das zum Thema dazu. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal das Spiel starten. Und es hat das wahrscheinlich geilste Intro, was ich bisher von den Need for Speeds gesehen habe. Also das ist echt klasse, das Intro. Genießt es. Ja, Need for Speed 2, da ist es. Na, habe ich euch zu viel versprochen oder war das Intro einfach nur geil? So, ja, neue Engine. Und ja,
Ich werde euch erstmal das Menü ein bisschen präsentieren. Wir haben hier natürlich Tachometer, Audio, Steuerung, ja, Laden, Speichern natürlich. Und ja, hier Lenkrad, ne? Hier Lenkrad, ne? Wird hier nach wie vor als Joystick betitelt. So, Handbremse habe ich auf Tastatur, weil die brauche ich nicht wirklich. So, dann. Ja, Grafik, ne, alles voll. Ich habe die Helligkeit um, die ist eigentlich auf 6, aber ich habe sie um 3 Stufen runter gemacht, weil das ein bisschen zu hell war. So, und dann persönliche Statistiken ist auch eine coole Sache, weil dann wird einem nämlich hier sowas Tolles gezeigt. Und ja, das ist schon wirklich cool. Nur ich bin jetzt so selten nach unten gefahren, wie es scheint. Können wir mal gucken. Oder habe ich das gar nicht aufzeichnen lassen? Ich weiß es jetzt aktuell gar nicht. Aber jedenfalls ist das halt eine schöne Statistik, die man hier hat. So. Ja. Die Strecken werde ich euch dann ja beschreiben lassen innerhalb des Knockouts. So, aber wir haben hier natürlich auch wunderschöne Fahrzeuge. Wir müssen mal gucken, wie ich das mache, dass jedes Auto auch mal zu seinem Recht kommt, weil so viel Möglichkeiten habe ich da nicht, weil McLaren F1 ist einfach mal das Auto, was eigentlich in allen Bereichen ja, top ist. Da muss ich dann mal gucken. Ja. Sowieso wird das ein bisschen schwierig, weil das Spiel hat jetzt nicht so viel Content in der Hinsicht. Weil wir haben hier Einzelrennen, Meisterschaft und Knockout. Und wenn wir das durchhaben, dann war es das. Dann muss ich mal gucken, wie wir noch ein bisschen Würze reinbringen, dass auch die anderen Autos zu ihrem Recht kommen und so weiter. Wir haben hier noch Fastspiel zwischen Arcade, Simulation und Wild. Wild ist noch eine Steigerung von Arcade. Da dieses Spiel aber aus dieser Einstellung irgendwie, ich sag mal, nur eine Minderung des Grips versteht und nicht wirklich, ich sag mal, umfangreich gestaltet ist. Gerade Simulation ist echt ein Witz. Das ist eigentlich nur eine Grip-Reduzierung. Und bei Wild hast du eben halt den höchsten Grip. Es ist irgendwie, ja, nicht wirklich, ja. Deswegen werde ich auf jeden Fall erstmal mit Wild beginnen, weil das ist auch mein bevorzugter Modus. Und mit NFS 2 verbinde ich einfach Arcade, weil das Spiel will keine Simulation sein und das wird auch sehr dämlich umgesetzt mit einfacher Grip-Reduzierung. Für Simulation, da gibt es wirklich andere, bessere Spiele. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und daher werde ich das auch Arcade spielen. So. Und zwar werde ich mit Knockout anfangen, weil mit Meisterschaft muss ich entweder Simulation oder Arcade nehmen. Ich werde euch natürlich trotzdem alle Stile zeigen. Und dann wollen wir mal schauen, wie wir das dann regeln. Wir könnten natürlich auch diese Modis noch benutzen. Vielleicht kann man ja die zweite Meisterschaft mit Simulation machen und das hier aktiviert. Bei spiegelverkehrt und rückwärts kann man ja beides gleichzeitig aktivieren. Dann das Wichtigste ist ja der hier, um neue Erfahrungen zu sehen. Aber da müsste ich dann auch üben, weil ich habe die nie rückwärts gespielt, die Strecken. Ja, okay. Aber wir machen auf jeden Fall erstmal als erstes Knockout auf Wild. So, und dann, ja, wir müssen beim Knockout uns ein Auto aussuchen, was wir alle 9 Rennen überfahren. Und bei mir wird es eben halt der McLaren F1 sein. Und wir können es den ja schon mal genauer angucken. Und wenn ich ein anderes Auto fahre, dann werde ich auch das Schaufenster entsprechend aufrufen, sodass ihr immer, bevor das Rennen losgeht, die Strecke seht.
und die Autobeschreibung vor euch habt. Ich werde mir was einfallen lassen, dass wir auf jeden Fall alle Autos sehen. Weil das wäre ja schon ganz toll. So, Schaufenster. Immer das Ziel vor Augen, den ultimativen Sportwagen für den Straßenverkehr zu bauen, hat McLaren Cars keine Kosten und Mühen gescheut, um aus ihrem reichen Fundus an Formel 1 Erfahrungen den spektakulären McLaren F1 zu destillieren. Einen ultraleichten Hochleistungsrenner, der mit einigen der modernsten Technologien und Materialien der gesamten Industrie aufwarten kann. Der 627 PS starke BMW V12 Motor treibt den F1 mit seinem unglaublich festen und leichten Kohlefaserchassis auf ein Spitzentempo von atemberaubenden 372 km/h. Damit ist der F1 der schnellste Seriensportwagen der Welt. Um Bodenhaftung und Handling zu verbessern, setzt der F1 ein komplexes Arsenal von Luftleitsystemen, elektrischen Ventilatoren und einem bremskraftabhängigen Heckspoiler ein, dessen vereinte Kräfte den Wagen bei höheren Geschwindigkeiten förmlich an den Boden saugen. Mit seinem reichlich siebenstelligen Preisschildchen ist der McLaren F1 der teuerste Seriensportwagen der Welt. Aber für Fahrer, die ultimative Leistung fordern und sich die Ausgabe von rund 1,3 Millionen Mark leisten können, gibt es nur wenige Autos, die in dieser Geschwindigkeits- und Beschleunigungsklasse mithalten können. Ja, ja, der Preis, der ist genial. Boy, er sagt 1,3 Millionen und hier steht 1,5 Millionen. Interessant. Ja, aber darauf kommt es auch nicht mehr drauf an. So, dann haben wir hier noch weitere Statistiken. Die Geschwindigkeit ist 372, die er auch mühelos erreicht. Im Spiel sogar 373. Ja. Dann haben wir hier noch die Technik, 48 Ventile V12 mit 627 PS bei 7500 Umdrehungen. Ein Rechner das Drehmoment, was ja im Bereich auf 4000 bis 7000 auf 649 Newtonmeter kriegt. Naja, es steht ja alles da. So, dann haben wir noch die Achso, ist hier noch mehr? Nein. Dann haben wir noch den Rückblick. Obwohl die eigentliche Firma McLaren Cars erst 1989 gegründet wurde, begann die Firmengeschichte schon Jahrzehnte früher, während der herausragenden Rennkarriere des verstorbenen Bruce McLaren. Der 1937 in Neuseeland geborene Bruce McLaren begann seine ersten Abstecher ins Automobilrennen im zarten Alter von 14 Jahren, als sein Vater ihm einen alten 24 PS starken Austin 7 Alster Rennwagen von 1929 überließ. Mit diesem alten Austin 7 sammelte der junge McLaren seine ersten Erfahrungen mit Autorennen und Automechanik. 1959 gewann er als jüngster Fahrer aller Zeiten einen großen Preis, ein Meilenstein, der seine weitere Karriere für immer prägte. Mit der Gründung des Rennteams Bruce McLaren Motor Racing begannen er und seine Mannschaft 1964 die Eroberung der Formel 1 und gründeten eine Dynastie, die bis heute Bestand hat. McLaren träumte auch davon, straßentaugliche Wagen zu bauen. Doch traurigerweise kam er 1970 in einem tragischen Unfall bei Testfahrten ums Leben. Doch sein Traum und seine Mannschaft lebten fort, dominierten auch weiterhin den Rennsport und wurden 1993 zum erfolgreichsten Grand Prix-Team aller Zeiten. McLaren Cars wurde 1989 mit einer ganz simplen Zielsetzung gegründet, den ultimativen Sportwagen für den Straßenverkehr zu bauen. Auf der Grundlage von McLarens reichem Schatz an Formel-1-Erfahrungen und Technologien verwirklichte die Mannschaft unter Leitung des technischen Direktors Gordon Murray diesen Traum. 1994 brachte die Firma ihren ersten Seriensportwagen für die Straße heraus, den McLaren F1. Ja, das wäre es zur Geschichte. Und was ich... Oh Gott, nein. So, und was ich ja bei dem McLaren recht interessant finde, man sitzt nicht links und auch nicht rechts, sondern in der Mitte. Also, ne, wenn ihr nach AS24 fahrt oder so, ne, die werden euch den McLaren F1 empfehlen für besten Hi-Fi-Klang im Auto, ne? Also müsst ihr euch jetzt einen McLaren kaufen, wenn ihr guten Sound im Auto haben wollt. So.
Ja, es ist wirklich ein sehr schönes Auto, wie ich finde. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und, ja. Und, das Video finde ich auch richtig geil gemacht. Und die sind auch deutlich schöner als die NFS 1 Videos, wie ich finde. Okay, los geht's. Video ab. Das Ziel vor Augen, den sehr geil, oder? War doch wirklich mal ein hammergeiles Video. Und die sind alle so geil. Und vor allem finde ich die Musik auch immer richtig gut. Ne? Egal, wo das Auge hinreicht. Gut, wir nehmen den Wagen natürlich. Keine Sorge, ich werde euch später natürlich alles zeigen. Aber für diese Dinger möchte ich gerne natürlich... das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. Möchte ich natürlich die mit besten Voraussetzungen rein. Ich versuche es gut hinzukriegen, aber ihr wisst es ja von Need for Speed 1 schon, dass ich gerne mal Fahrfehler mache, wenn ich kommentieren muss. Ja, dieses Spiel ist zudem eine ziemliche Gummiband-KI, das wird man sehr schnell merken. Und ich habe da auch ein Replay zu. Und naja, da ist nämlich was passiert, was ich euch unbedingt mal später präsentieren muss, wo man richtig schön sehen kann, Gummiband at its best. Ja, also ziemlich starker Gummiband-KI, ziemlich stark, aber auch nicht weiter schlimm, man kommt drauf klar. Ja. Und dann, was gibt's noch zu sagen? Ach ja, und dann bei der ersten Strecke, die wir jetzt haben, wird einem sofort klar, beziehungsweise, dann werdet ihr verstehen, warum die Formel 1 die Regel hat, dass man nur einmal die Spur wechseln darf, wenn hinter einem... wenn einer hinter dir ist, der gerne überholen möchte. Denn in diesem Spiel gibt es die Regel nicht und die Autos fahren hier hin und her, Spurwechsel, Spurwechsel, ständiger Spurwechsel und der eine Ferrari ist mir dann einmal voll auf meine Spur gezogen, dass er schon fast noch meine Motorhaube mitgenommen hat. Also ich hoffe, dass wir da keine Probleme kriegen werden bei der ersten Strecke, das kann nicht echt kritisch werden, weil wir uns ja auch dummerweise im Tunnel da treffen werden. Und ja, ich habe eine Methode gefunden, wie es bisher gut geklappt hat, daran vorbeizukommen, aber mal sehen, wie das so klappt. Ja, hier jetzt erstmal ein kleiner Break, weil ich hier noch was einbauen möchte, dass ihr die Strecke erklärt bekommt. Und das kann ich halt nicht jetzt machen, weil ich möchte dass die Strecke ja nach und nach präsentieren, nicht alle auf einmal. Und während das Knockout läuft, kann ich die Streckenpräsentation nicht machen, leider. Und deshalb werde ich das nachträglich hier einfügen. Und zwar habe ich das auch so vor, dass ich auf die Strecke drauf gehen werde und euch da noch richtig Trainingstipps geben werde, wie man die gut fahren kann. Ja, ich habe hier richtig was vorgenommen. Ich will das LP möglichst umfangreich gestalten, wenn das Spiel schon so kurz ist. So, aber nun haben wir schon so viel gesappelt und gemacht und getan. Ihr wollt doch bestimmt jetzt endlich mal den Einsatz sehen. So, aber erstmal gibt es die Streckenbeschreibung. Bis gleich. So, auf geht es zur Streckenbeschreibung. Zu Pro Wing Grounds.
Ja. Wir hören uns erstmal die Informationen an, die uns das Spiel mitgibt. Weit ab von neugierigen Blicken hat dieses entlegene Testgelände schon die schnellsten Autos der Welt herausgefordert. Ursprünglich wurde es für Langstreckentests erbaut, aber es kann auch bei ganz gewöhnlichen Wettrennen den Adrenalinspiegel der Fahrer in die Höhe treiben. In diesem Hochgeschwindigkeitsoval können Sie das Gaspedal ruhig am Bodenblech lassen und permanent mit Spitzentempo fahren. Aber konzentrieren Sie sich völlig aufs Fahren, denn im Geschwindigkeitsbereich über 300 Stundenkilometer kann der geringste Ausrutscher Ihr exotisches Rennauto schlagartig in teures Altmetall verwandeln. Ja, zu diesem Kurs, ihr seht es schon, gibt es gar nicht so viel zu sagen, jetzt nachher in-game. Aber, ja, ich habe nämlich vor, mit euch nicht nur die EA mitgegebenen Beschreibungen euch zu zeigen zu den Strecken. Nein, ich möchte euch Strategie und Tipps mitgeben, wie man diese Strecke am besten fährt. Und, ja, also, bei dem gibt es natürlich nicht so viel zu sagen. Es ist halt ein Nesca-ähnlicher Kurs, wie man schon sieht, mit dem Unterschied, dass man hier auch in den Kurven Vollgas geben kann. Ja, und da werden wir jetzt mal reinschauen. Und zwar machen wir das ohne Gegner natürlich. So, erstmal alles überprüfen, ja, das passt alles. Ja, und zwar machen wir das mit unserer lustigen Tourlimousine. Ihr werdet das gleich sehen, was wir hier für schönes Auto fahren. So, wir haben nämlich hier diese lustige Limousine und die ist perfekt dafür geeignet, um sich die Strecken anzugucken. So, denn die fährt auch nicht so schnell. Ja. Wir fahren erstmal los. Gut, bei der Strecke ist es jetzt ein bisschen Idiotie, mit so einem langsamen Auto unterwegs zu sein, fällt mir gerade mal so ein. Weil es hier nicht so viel zu erzählen gibt. Aber gut, wir haben uns das Auto jetzt ausgewählt und ich muss auch nicht die ganze Strecke... Obwohl, eine Runde lässt sich vielleicht aushalten. Ja, diese Strecke ist halt so. Hier werden sich natürlich die Gegner tummeln. Und da muss man halt dummerweise rechts überholen. Ich sehe leider sehr viele Spieler, die hier irgendwie so hin und her düdeln oder hier fahren oder hier fahren oder immer nur hin und her düdeln. Leute, die schnellste Zeit ist doch natürlich, wenn ihr so weit in wie möglich fahrt. So, jetzt kommen wir einer prekären Stelle, die sehr problematisch im Knockout gleich sein wird, und zwar dieser Tunnel hier. Weil hier, gerade hier, sind die dann einholbar, die Gegner, und blockieren mir dermaßen den Weg. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Was sich da gut gemacht hat, ist so mittellinke Spur zu bleiben und dann, wenn man fast gegenfährt, schnell rechts rüberziehen, dann vorbeiziehen, weil sonst ist da ein Crash einfach fast nicht zu vermeiden, und so geht das dann gut. Ja, das ist wirklich ein Problem gleich im Knockout, und ansonsten ist es halt wirklich nur schön viel infahren, so infahren wie nur möglich. Das ist ganz, ganz wichtig, umso besser wird eure Rundenzeit. Ihr seht, das sind 48,78 ist mein Rekord mit dem McLaren F1 im Wildmodus. Ja, und darauf beziehen sich ja auch meine Tipps. Und ja, wir haben jetzt mit 160 km/h eine erste Runde auf dem Proving Grounds Course gemacht. Die Geschwindigkeit war genau richtig, um alles anzusprechen. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich denke nicht. Wie gesagt, so innen wie nur möglich fahren. Hier macht sich natürlich ein Lenkrad eigentlich sehr gut, weil man hier einen konstanten Lenkeinschlag halten kann. Da das bei dem Spiel aber ja so ist, dass man die konstant Vollgas fährt, auch wenn man lenkt, zumindest im Wildmodus, ich weiß nicht mehr, wie das in den Arcade- und Simulations ist, aber in dem Wildmodus definitiv,
macht es leider kaum einen Unterschied, ob man nur mit Lenkrad diesen Kurs fährt, mit Tastatur fährt oder mit Gamepad fährt. Das ist irgendwie total egal. Hier ist es nur wichtig, dass man möglichst innen fährt. Ja, das wäre es mit Proving Grounds. Ich bedanke mich und ich hoffe, es hat euch geholfen, auch wenn nur marginal auf diesem Kurs, weil es hier gar nicht so viel zu sagen gibt. Wir sehen uns jetzt mit dem Knockout-Rennen.